Hi Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. So, wir machen heute eine Gemülldiagnose, um einfach zu sehen, wo sitzt das Volk. Ja, wir haben hier so eine Windel, einige nennen es auch Schublade oder einfach Bodenschieber. Ja, verschiedene Bedeutungen dafür. Ich nenne das einfach Windel, weil das fängt Müll auf. Ja, man kann an der Windel sehen, wie viel Gramm was in das Volk sitzt, weil immer wieder landet was runter. Wenn die Larven sich ausknabbern aus der Brut, dann sitzt man, aha, die sitzen noch 4-5 Farben. Und man kann sehen, wie viele Varroa-Milben fallen pro Tag. Und diese Zahl von Varroa-Milben müssen wir dann mal 100 rechnen und minus 300, laut Liebig. So, und so viel Varroen soll angeblich im Volk sein. So. Das machen wir jetzt mal. Ich habe jetzt sauber, wenn natürlich was anderes wäre, dann viel noch besser. Eins und Nummer zwei. So, wieder Mücken ohne Ende. Ich bin angegriffen. Hier, die Windel passt nicht ganz drunter. Da siehst du Bodenschieber. Da sieht ein bisschen das Helfen müssen. Ne? So. So. Mehr ist das gar nicht. Die Fütterung hier ist erstmal abgeschlossen. Die müssten jetzt eigentlich die Bottiche leer haben. Ist letzte Woche her. Ich lasse die Windeln jetzt vier Tage drin und dann wird gezählt. Wollen wir mal gucken, ob die Bottiche wirklich leer haben. Ich habe jetzt gar nicht mehr reingeschaut. Gucken wir mal. Steine runter. Und dann einfach mal, oh ja, Bottich ist komplett leer. Dort sind die Bienen. Hat also wunderbar geklappt. Jetzt haben sie die erste Ladung Futter gekriegt. Ja, wie gesagt, jetzt haben die erste Ladung Futter gekriegt. Jetzt warte ich erstmal 4 Tage. Dann nochmal die Rechnung. Alle Milben zählen. Mal 100. Also wenn zum Beispiel in den 4 Tagen 4 Stück gefallen sind, diese 4 mal 100 sind 400 und dann minus 300. Das entspricht ungefähr die Zahl Milben im Volk, laut Liebig. Ja. Also habe ich dann 100 Milben im Volk. Und mal gucken, ob es wirklich so ist, wie viel bei mir jetzt in 4 Tagen fallen. Ja. Also in 4 Tagen, 5 Tagen sowas. Ist wieder was Neues von mir. Bis dahin, beste Grüße. Bis dann. Ciao, ciao.